Und da sind wir auch schon wieder im dritten Video. Es ist verrückt, wie viel Zeug sich ansammelt. Hier habe ich auch nochmal so kleine Notizbücher. 4 Stück sind noch mit dem Cover drumherum. Bei den anderen habe ich das abgepult, weil ich damit auch irgendwas vorhatte. Da seht ihr das auch nochmal, die Grammatur und so weiter. Die sind alle liniert. So, auch hier, die sind vollkommen in Ordnung. Die sind halt so ein bisschen gelblich, aber so ist das Papier. Also es ist nicht rein weiß. So, da zeige ich euch ja auch nochmal einen Zettel, wie viele das sind. Das sind 11 nackigte, sag ich mal, und 4 mit Cover. Da hätte ich gerne 4 Euro dafür, für alle zusammen. Hier habe ich auch nochmal so linierte Hefte, die kann man auch als Schul... Also das kann man auch als Schulbild, das sind so Schulhefte. Da seht ihr A5, 80er Grammatur. Das sind jeweils 5 Stück pro Packung, also insgesamt 10 Stück. Da hätte ich gerne 3 Euro dafür, für alles zusammen. Dann habe ich hier so ein paar Twinmarker. Das sind so Metallic Twinmarker. 2 schwarze, also diese weißen Stifte sind schwarze Stifte. Also ihr wisst schon. Hier habe ich die alle einmal ausprobiert. Da seht ihr, wie die alle malen, damit ihr auch seht, die funktionieren alle. Die habe ich alle ausprobiert. Genau, das sind noch 2 schwarze, die sind jetzt nicht mit auf dem Zettel. Da hätte ich gerne 2 Euro für. Dann ist hier auch nochmal so Bullet Journal Sachen. Die sind angebrochen, die Sticker. Da habe ich welche von benutzt. Die hier nicht. Da seht ihr, die Bögen sind noch alle vollständig. Und hier habe ich nochmal so ein paar Blöcke zusammen. Das sind 2-mal diese. Für dieses Set hätte ich dann auch gerne 5 Euro. Dann sind hier auch nochmal so Notizbücher, die fand ich so schön, weil die so eine Marmoroptik haben, aber innen drin sind sie halt ganz normal liniert. Die sind eingepackt nochmal in so Täschchen, das sind 6 Stück, genau, mit so Zip-Verschluss. Also 6 Bücher, nicht 6 Tütchen. Und dafür hätte ich gerne 3 Euro für alle zusammen. Dann habe ich Briefumschläge und sowas und Karten. Also das sind hier einzelne Umschläge und Karten mit so Passepartout. Ne, heißt das so? Doch, so Rahmen, ne? Kann ich noch nicht sagen, wie viele von was. Dann habe ich hier 4-mal von Action diese Karten und Umschläge-Sets. Die sind so ein bisschen schimmernd. Und 2-mal diese Sets mit so vielen Umschlägen hier. Ich glaube, das müssten 50 Stück in jedem sein. Da hätte ich gerne 6 Euro für alles zusammen. Da sind diese beiden Sketchblöcke. Das ist so kleines. Das ist so ein bisschen strukturiertes Papier. Ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt. So ein bisschen sieht man es, ne? Ich weiß nicht, ob es Aquarellpapier ist. Es steht nicht extra drauf. Also Skizzenblock, säurefrei, seht ihr. Und diese 2 Wassertank. Pinsel, die kommen dazu. Dafür hätte ich gerne 3 Euro insgesamt. Dann habe ich hier so ein Ding von, aus Holz. Wollte ich mir wahrscheinlich auch mal gestalten. Da seht ihr die Maße. Und ich bin sehr klug. Ich halte euch gleich auch nochmal ein Lineal dran, damit ihr die Maße auch doppelt wisst. Also für das Ding hätte ich gerne 3 Euro. Dann habe ich hier wie so kleine, ich weiß nicht, wie man es nennt, man könnte Schminke unten reintun oder Schmuck. Und genau, den kann man bewegen. Die würde ich gerne alle 3 zusammen abgeben. Man kann die Schublade rausziehen, sehr gut. Und die wollte ich, glaube ich, mal irgendwann gestalten, also anstreichen und so weiter. Aber ich mache es irgendwie nicht. So, da seht ihr auch nochmal die Maße. Wie gesagt, da habe ich 3 Stück davon. Die haben im Original 3 Euro gekostet. Da hätte ich gerne noch 6 Euro für alle 3. Aber die möchte ich halt zusammen abgeben. So, da
seht ihr das, ne? Den Spiegel müsste man mal putzen. Jetzt kommt ein Set mit künstlichen Blumen. Die gebe ich auch alle zusammen ab. Da habe ich einmal diesen Strauß Rosen. Dann habe ich hier so ein paar Tulpen mit Preisschild noch dran. Hier einmal so ein Grasbüschel. Ein paar Narzissen. Noch eine kleine Tulpe. So große Rosen, die haben so einen Draht hinten drin. Das ist auch ein Strauß, den habe ich nur noch nicht ausgepackt. Hier habe ich, weiß nicht was, ich glaube, die hatte ich mal für einen Feengarten gekauft. Das sind, glaube ich, Aquarienpflanzen, künstliche. Genau. Ich zeige es euch jetzt alle und werfe es auf den Haufen und... Allen diese Puschels, die sind hier von Nanuna, die kosten schon 3 Euro pro Stück. Ich hätte gerne, glaube ich, 10 Euro für das ganze Blumenpaket. Hier sind nochmal ganz viele. Hier sind diese Blüten. Ich fand die so schön, aber ich glaube, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Da sind auch nochmal Blumen drin. Genau, alles zusammen. Dann habe ich hier zwei so kleine Vasen, so kleine Fläschchen. Ich finde die sehr süß. Ich finde, die sehen so ein bisschen aus wie so Milchflaschen. Da seht ihr die Maße. Die gebe ich zusammen für 1,50 Euro ab. So, da sind sie nochmal. Die Schmetterlinge. Genau. Ich hätte gerne nochmal 2 Euro für alle drei zusammen. Ihr seht, ich messe euch auch nochmal aus. Ich habe einfach vergessen, dass ich die schon hatte. Genau, das habe ich mal in irgendeinem Video gebastelt. Da hätte ich gerne 4 Euro dafür, einfach weil einfach auch so viele Perlen dran sind. Da ist noch das Glas, das ist so ein Windlicht. Da haben wir eine Tüte Styropor-Eier vom, ich glaube, vom Teddy-Wahrnehmer oder vom Kiki, ich weiß es nicht mehr. Dann nehme ich 1 Euro dafür. Dann habe ich hier 5 Pakete Kugelschreiber. Die gab es mal beim Action. Ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt. Das sind, ich glaube, zweimal, diese Rosen sind jeweils zweimal da und die blauen einmal. Genau, die sind doppelt. Und die sind doppelt und die blauen sind einmal da. Das sind 5 Packungen, die hätte ich gerne 4 Euro insgesamt für. Dann habe ich dieses Explosionsbox-Bastelset vom Action, was ich nie ausgepackt habe, weil ich es wahrscheinlich auch nie benutze. Ich wollte es eigentlich mal testen, aber irgendwie glaube ich, mache ich das nicht. Für 3 Euro würde ich euch das weiterverkaufen, weitergeben. Und das ist was ganz Cooles, das ist von Craftelier, das sind so Eckwinkel. Wenn man zum Beispiel eine Box basteln möchte, Eckmontageklemmen, 8 Stück. Und da hätte ich gerne noch 10 Euro für, weil die nie benutzt worden sind und 15 Euro kosten. Das sind 3 so Schlüsselanhänger und 2 Radiergummis für 1 Euro zusammen, gebe ich euch die ab. Genau, dann habe ich dieses Gift-Bag-Punchboard. Da. Mit Pappe dazu, das Board ist auch noch voll gut erhalten. Ich glaube, ich habe das wirklich mal für ein Video benutzt und sonst nie wieder. Funktioniert alles, ist alles top. Ihr seht auch das Falls-Dings, da ist die Anleitung auch dabei. Da hätte ich gerne wirklich noch 20 Euro dafür, weil es einfach so gut wie neu ist.
Da habe ich ein Sammelsurium von Klammern, Büroklammern, in Lila, 120 Stück. Dann hier so Holzwäscheklammern. Auch davon habe ich einfach zu viele. Das sind auch ganz schön viele, ich weiß aber nicht wie viele. Dann hier diese, ich weiß nicht mehr wie die heißen. Metallklammern, keine Ahnung. Vom Action, da sind 8 Stück drin. Da hätte ich gerne 3 Euro für. Insgesamt. Dann habe ich hier von Ikea diese Dinger. Diese Hängekörbe. Da seht ihr das. Nur der eine hat innen drin, wie so vom Bleistift oder von so Stiften, so ein paar. Ich zeige euch das gleich nochmal in die Kamera. Die anderen beiden sind komplett sauber. Da seht ihr das, so ein paar Stippen. Da hätte ich gern für alle 3 5 Euro. Hier habe ich 4 so Stoffbordüren oder so, ich weiß nicht genau. Sehr hübsche Dinger. In grün, gelb, rosa, zweimal. Das ist jetzt so, das ist so Filz, das schwarz und weiß. Glaube ich, das, ja, Filz. Da hätte ich gerne 3 Euro für alle zusammen. Ach ja, da kommt noch hier so ein, weiß ich nicht, so Tüll oder ich, keine Ahnung, was das ist. Ja, Tüll. 15 cm mal 9 Meter. Der kommt noch dazu. Dann habe ich hier so ein paar Kawaii-Sticker aussortiert. Ich weiß nicht genau, das ist glaube ich eine Katze. Dann hier von dem Rila Kuma. Das sind so Sticky Notes. Und dann hier 2 so, das sind auch so Sticky Notes von dem irgendein Zirkus heißt das. Auch sehr süß. Das sind 2 verschiedene. So kleine Heftchen. Bücher mit so Sticky Notes drin. Habe ich, glaube ich, auch keine einzige von geklaut. Sentimental Circus, genau. Da hätte ich gerne 5 Euro für alle Sticker zusammen jetzt, die ihr seht. Das ist eigentlich ganz cool, das Ding. Da kann man oben den Kopf auswechseln. Man geht dann übers Papier und macht sich damit so Löcher. Und dann kann man die später ausfüllen mit Stickgarn zum Beispiel. Das kann man gut für Karten oder sowas benutzen. Da gibt es verschiedene Muster. Entschuldigung. Da seht ihr die Muster. Alles nie benutzt. Ich fand das total cool, aber ich glaube, das kriege ich mit meinem Karpaltunnel gar nicht mehr so hin. Das ist also dieses Basic-Tool, wo man diese Köpfe draufsteckt und 4 Köpfe und alles unbenutzt. Und das würde ich für 20 Euro abgeben. Ihr könnt es gerne googeln, die kosten tatsächlich mehr. Schnäppchen. So, hier habe ich auch nochmal so Band mit so Glitzersteinchen dran. 2-mal in Silber, 1-mal in 2-mal in Rosa und dann noch 3 Rollen. Auch das hatte ich am Anfang des Videos schon mal, aber die beiden Rollen sind noch komplett zu. Da sind 2 Meter drauf. Diamantband. Wisst ihr Bescheid, ne? Hätte ich insgesamt gerne noch 5 Euro dafür. Dann habe ich jetzt hier einmal so. Da wusste ich nicht, wo es dazu gehört. Also wo es dazu gehört. Das ist jetzt einfach so ein Wurstelset. Da ist einmal dieses Mulberry-Papier. Ich glaube, damit kann man Blüten zum Beispiel schön basteln. Das ist auch neu und nicht angebrochen. Dann 3-mal so Deko-Federn mit Glitzer dran. Das sind auch richtig viele,
also Tags oder Geschenkanhänger. Einmal dieses Baker-Garn angebrochen und das sind hier so Buchstaben zum Aufbügeln. Ich brauchte mal für irgendein Projekt 2 Stück und habe so eine ganze Packung gekauft. Alles für 4 Euro. So, jetzt habe ich noch so einzelne Sticker-Sets. Die sehen aus wie so kleine Doilies. Diese und diese ganzen Packungen hier. Hätte ich gerne 3 Euro dafür. Dann hier noch, ich habe da so ein so Päckchen zusammengestellt. Da seht ihr das, so ein paar kleine Sticker. Bisschen größere. Hier sind ganz viele Flamingo-Sticker, runde und eckige. Hier habt ihr so ein paar Geschenke und sowas. Dann hier so ein paar Herzchen. Das waren, glaube ich, Blumen, ich weiß es nicht. Hier sind so ein paar mit Glitzer, auch so Mini-Sticker, so Kawaii-Sticker, sehr süß. Da hätte ich auch gern 3 Euro dafür. Dann habe ich hier noch ein Set mit so niedlichen Tierköpfen. Auch die packe ich jetzt nicht alle aus. Da sind auch noch mal so ein paar Kawaii-Sticker drin. Und hier so ein paar Einhorn-Sticker. Das ist halt das Problem, wenn ich das alles auspacken würde, dann würden diese Videos den Rahmen sprengen. Da, genau, da seht ihr es. Auch da hätte ich gerne, ne, da nehme ich 2 Euro dafür. Hier sind auch noch mal ganz viele Sticker, das sind alles so quadratische. So im rosa-lila Ton mit California-Muster und Motiv und sowas, da hätte ich gerne auch 2 Euro. Jetzt habe ich ein riesen Paket Holzteile. Das gebe ich dann komplett ab, ja, die Füchse ist rausgefallen. So. Und einmal noch braune Knöpfe mit so Krönchen zum Beispiel, Punkten drauf. Das ist ein Set, diese ganzen, was ihr jetzt hier seht, da hätte ich gerne 5 Euro dafür. Dann habe ich hier so ein paar Metallteile. Diese Herzchen. Das sind so Buchecken. Die kann man bei zum Beispiel Alben oder so auf die Ecken machen. Und dann drückt man die so ein bisschen zusammen und dann sitzen die fest. Da habe ich 2 Tütchen von. Und auch da habe ich einfach so viele, dass ich selber immer noch genug habe. Genau, da habe ich 2 diese Tütchen. Dann habe ich hier diese schönen Blätter. Sehr filigran, kann man aber gut aufkleben mit so Klebepünktchen. Und dann hier nochmal so ein paar, das waren auch teilweise im Anhänger, ein paar sind noch Anhänger. Man erkennt leider gar nicht viel, aber es sind wirklich süße Sachen. Da hätte ich gerne 3 Euro dafür. Dann habe ich jetzt hier noch so ein Einhorn-Set. Mit Einhorn-Schlüsselanhängern.
Einhorn, so Anstecker. Karo-Chance, Einhörner, Einhornköpfe, Einhornköpfe. Die komplette Einhörner, auch so Karo-Chance. Und dann nochmal irgendwas anderes in der Tüte hier. Da hätte ich auch gerne insgesamt 5 Euro dafür. Dann sind hier, ich weiß nicht, wie echt das wirklich ist, aber das sind so, wie so Blätter sieht das aus. Das ist auch ganz dünn. Da seht ihr, sind glaube ich 3 Stück drin in einer Tüte. Auch bestimmt richtig schön zum Basteln. Das Problem ist, dass ich es einfach vergesse und nicht benutze. Hier sind nochmal so ganz feine getrocknete Blümchen auch drin. Für das hätte ich auch gerne 3 Euro. Dann ist hier ein großes Set mit Glitzersteinen. Zeige ich euch alles nochmal einzeln. Das sind so für Nägel, glaube ich. Da hätte ich gerne 6 Euro für das ganze Glitzersteinchen-Set. Dann habe ich hier so ein paar Schleifchen. Hier so rot-orange-Töne, so ein paar. Das sind so kleine Schleifchen, dann hier in verschiedenen Gelbtönen. Dann habe ich Brauntöne, Schwarz und Blau. Auch für das ganze Set hätte ich gerne 5 Euro. Dann habe ich hier so Filzaufkleber, einmal so Wölkchen, das ganze Paket. Da sind nochmal einzelne. Dann einmal so ein ganzes Tütchen voll mit Schmetterlingsstickern. Das sind keine Sticker, glaube ich. Nee, aber die kann man aufkleben. Und hier diese beiden Herzchen, dafür hätte ich gerne insgesamt 3 Euro. Dann habe ich hier auch nochmal diese Glitzersteinchen. Das ist alles so cremefarben, gelblich, hier 2 verschiedene Grüntöne. Dafür hätte ich gerne 2 Euro. Dann habe ich hier Halbperlen. Hier seht ihr, die sind sogar noch zu. Hier so ein Set mit, da sind so Klebepunkte schon drunter. Dafür hätte ich gern insgesamt 4 Euro. Dann habe ich hier diese Hotfix-Strasssteinchen in Silber. 2 Tüten. Ich habe nicht gezählt, wie viel, aber 2 Euro hätte ich dafür gerne. Hier habe ich nochmal, das sind so ein paar Arzteilchen. Dann habe ich diese Schleifchen, da habe ich auch so ein Riesenpaket gehabt. Aber ihr seht es immer noch groß, immer noch hier in dunkelblau und in rot.
Für das hätte ich auch insgesamt gerne 2,50 Euro. Dann habe ich hier nochmal so Moosgummi-Sticker mit Glitzer. Dann habe ich hier diese, das sind so wie Riesenpailletten. Ich glaube, die gab es auch mal beim Action. Die habe ich jetzt in so eine riesige Tüte gestopft. Also ihr seht, das ist richtig viel. Hier so kleine, schöne Glitzerschmetterlinge. Und wie gesagt, dieser Schaumstoff mit Glitzer. Das ist auch ein Set, dafür hätte ich gerne 3 Euro. Dann habe ich hier diesen Dymo, habe ich auch mal gekauft, weil ich ihn haben wollte und habe ihn dann nie benutzt, weil ich immer meine andere Etikettiermaschine benutze. Dafür hätte ich gerne noch 12 Euro, weil er halt wie gesagt neu und unbenutzt ist. Und da habe ich zwei so Bänder dazu, die gab es immer beim Action. Also die gibt es dazu. Ich weiß nicht, ob die da reinpassen, aber ich glaube schon. Einmal Buntstifte vom Action. Ihr seht, die sind auch noch in der Tüte. Habe ich auch nicht benutzt. Da hätte ich gerne 2 Euro dafür. Mein alter Tacker funktioniert immer noch wunderbar. Hat mir lange gute Dienste geleistet. Aber jetzt habe ich einen Rosan von meinem Mann bekommen zum Geburtstag und der hat auch ein bisschen mehr Wumms. Aber wie gesagt, ich habe oft mit dem Ding was gemacht, der funktioniert einwandfrei. Da seht ihr, welche Größen da reinpassen. Da schiebt man, also da kann man die Klammern reintun, dann schiebt man das rein und ist dazu. Genau, das kann man nochmal davor klappen. Da hätte ich gerne 4 Euro dafür. Wie gesagt, funktioniert einwandfrei. Genau, das ist nochmal zur Sicherheit, damit er nicht einfach losgeht, kann man den Bügel drüber machen. Dann habe ich hier so ein Sticker-Set mit 4 Bögen, mit jeweils 3 Bögen, also 4 Packungen mit jeweils 3 Bögen mit verschiedenen. Das sind einmal so Foam-Sticker, dann glaube ich welche mit durchsichtigem Hintergrund. Ich weiß es nicht mehr genau. Die habe ich auch mal gekauft und wollte daraus eigentlich Videos machen und irgendwie habe ich es dann nicht gefühlt. Deswegen dürft ihr die jetzt haben. Da würde ich gerne für alle 4 Stück 3 Euro haben. Jetzt habe ich nochmal Holzteile, aber ein bisschen größere. Einmal diese beiden Schmetterlinge. Und dann einen ganzen Stapel, diese ganz einfachen Holzteile. Ich zeige euch am Ende nochmal ein Zettelchen, damit ihr wisst, wie viele es sind. Dann müsst ihr nicht selber mitzählen, weil ich habe auch erst am Ende gezählt. Es sind halt ein paar Doppelte dabei, aber ich finde die sehr süß. Finde ich auch für Grußkarten zum Beispiel ganz cool. So, das sind 18 Stück. Da hätte ich gerne 4 Euro dafür. Dann habe ich hier diese Gummibordüre, Spitzenbordüre, aber die ist ja so aus Gummi, also die ist nicht aus Stoff. Da habe ich einmal diese dunkelgraue, da seht ihr nochmal das Muster. Die ist eingepackt, dann 5 Meter von dieser roséfarbenen. Und dann nochmal, die ist so cremefarbig, da hätte ich gerne 2 Euro für alle 3.